Hey, ihr endlosen Dungeon-Erkunder und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeon of the Endless. Wir befinden uns im 12. Level, es ist auch kurz vorm Ende des 12. Levels. Mittlerweile gibt es nur noch diese Tür hier oben, wo der Dungeon weiterführt. Ich habe noch genug das zum Einraum unter Strom zu setzen, das werde ich nutzen für diesen Raum hier, um einfach mal der Elias die Verteidigung hier zu erleichtern, weil sie hat mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 schwarze Räume zu verteidigen. Das ist echt richtig übel, das ist richtig böse, die ganze Sache. Ich werde jetzt auch hier hinten, da ich ja tonnenweise Mechanik besitze, noch ein Tesla-Modul aufsetzen und eine, ach, ich denke mal so eine wahllose Wumme, das wäre ganz okay. Hier unten bewegt sich ja sowieso keiner mehr von meinen Helden lang. So, Scout-Team dann nach oben, dann würde ich doch einfach mal sagen, öffnen wir mal die Tür. Und verdammte Axt, der Dungeon geht wirklich hier noch weiter. Wir haben nochmal vier das gefunden, es hilft mir jetzt aber auch nicht so viel weiter. Jetzt haben wir hier nochmal einen Händler, mal sehen, der handelt mit das, das ist schon mal sehr schön und der hat ja auch ein paar neue Sachen. Zum Beispiel der Schnellzieher, das müsste doch eine Pistole für den Max O'Kane sein. Die gibt ihm mehr Schaden die Sekunde, plus 11. Das Ding ist ja gar nicht so verkehrt, kostet allerdings 18 das. Von daher werde ich mir das erst holen, wenn ich den Händler, wenn der Dungeon komplett aufgedeckt ist. Und ich also in diesem Moment nicht mehr so viel das brauche, da ich mir ja sowieso bloß noch den Weg zum Ausgang des Dungeons erhellen werde. So, jetzt haben wir hier noch eine Feuerfackel. Die ist aber wesentlich schlechter als der Taktstock, den jetzt die aus Scheiße gehauene Schabe schon hat. Von daher denke ich mal, sieht es erstmal so aus, als ob die ganzen Sachen des Händlers uns überhaupt nichts nützen werden. Definitiv nicht, da haben wir viel, viel bessere Sachen dabei. Das hätten wir noch zum Verkaufen. Das hässliche reue Teil, das Teil, das brauchen wir eigentlich alles nicht, was wir jetzt noch drin haben, oder? Nee, brauchen wir auch nicht. Auch Schrott. Ein Drahtseil. Was hat das nochmal gebracht? Angriffskraft 47. Ja, alles für einen Eimer. Alles komplett für einen Eimer. Das wäre jetzt hier so eine Schlagwaffe für die aus Scheiße gehauene Dreckschaube. Witwen und Witwenmacher. Tötet jedes Geschlecht gleich gut. Aha, das ist aber schön. Hm. Kann keine Sau benutzen. Ah doch, die Elias könnte es benutzen. Das ist also ein Gewehr. Ah ja, klar, sieht man hier im Hüttenfeld unter die Gewehrklasse. Aber, nee. Ist auch für den Arsch komplett. Lassen wir einfach mal weg, die ganze Sache. Ein Gegenangriff gab es jetzt auch nicht. Das freut mich natürlich. Und dann würde ich doch mal sagen, beziehungsweise ich könnte hier noch was verschachern, um das vielleicht zu nutzen. Genau, die Nagelpistole, die werde ich verkaufen. Den habe ich nicht nur drei Dust mehr. Und das reicht aus, um diesen Raum unter Strom zu setzen. Das schwächt natürlich den nächsten Gegenangriff dann extrem ab. So, dann die Tür auf. Und ach du Scheiße. Es geht nochmal richtig weiter. Dieser Raum splittet sich dann nochmal in zwei verschiedene Räume und hier finden wir noch einen Händler. Der handelt auch mit das und der hat auch schon wieder ein paar neue Sachen dabei, die ich so noch nicht gesehen habe. Gucken wir einfach mal. Wir haben hier den Energieanzug. Der Sarah Numas würde das nichts bringen, das würde ich einfach mal extrem Geschwindigkeit runterziehen, da habe ich keinen Bock drauf. Dem Mexokane würde es mehr Verteidigung geben, würde ihm allerdings Geschwindigkeit nehmen und Trefferpunkte Regeneration. Allerdings muss ich sagen, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil Geschwindigkeit braucht der Junge nicht. Und Verteidigung plus 9, ja, warum nicht? Der Jumpsuit, würde der irgendeinen von unseren beiden Helden dies tragen können, was bringen? Definitiv nicht. Was haben wir hier sonst noch? Den Werkzeuggürtel, was macht der? Intelligenz plus 5? Ne, das reicht für die Elias mal definitiv überhaupt nicht. Auch für den Mexokane würde es nicht reichen, um den zu verstärken. Von daher lassen wir das auch. Das Tütü, ne, das scheint auch der letzte Dreck zu sein. Das scheint ja auch keiner benutzen zu können. Ne, sieht nicht so aus. Hm, für den Arsch. Komplett. Zwei Händler und zwei Händler haben nichts gebracht. Die hätten wir vielleicht ein bisschen eher finden sollen. Da hätte sich das gelohnt, hier noch einen Shop zu bauen in dem Level. Da hätten wir halt immer nebenbei das regeneriert. Aber, hm, tja. Sollte leider nicht so sein. Gut, Freunde. 115, das haben wir. 5 fehlen uns, um den nächsten Raum unter Strom zu setzen. Können wir nicht ändern. Müssen wir jetzt durch. Und hier geht der Dungeon auch noch weiter. Meine Fresse, dieser scheiß Dungeon nimmt kein Ende. Er ist einfach mal nur gigantisch lang. Allerdings finden tut man da nichts. Und warum ist der Max O'Kane jetzt hier drüben? Ist der nicht ganz sauer, der Bengel, oder was? Der hat da vorne zu verteidigen. Meine Fresse, ey. So eine Scheiße. Und das jetzt so nochmal. Hier so kurz vorm Ende. Ah, die aus Scheiße gehauene Dreckschraube, die jetzt fast zerrissen jetzt. Wir müssen ja erstmal in den Verteidigungsraum rein. Das war jetzt eine starke Verwirrung bei mir, da der Mexokane hier auf einmal auf der völlig falschen Seite gestanden hat. Aber okay, den Angriff, den haben wir nochmal abgewehrt.
Das alles auch sehr erfolgreich, sieht alles sehr gut aus. Genug das haben wir auch nochmal bekommen, um jetzt einen zusätzlichen Raum mal wieder unter Strom zu setzen. Nutzen wir das einfach mal für den hier. So, dann unser Scout-Team wieder hier hoch. Dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal rechts rein. Vielleicht finden wir hier jedoch schon den Ausgang. Nee, sieht nicht so aus. Ist auch ein gigantisch großer Raum. Da haben wir zwar nochmal eine Truhe gefunden, aber das nützt uns alles nichts viel. Wir brauchen das. Ein Kö. Na, ganz klasse. Das wird doch die letzte billige Stangenwaffe sein, mit der ich hier scheiße gehauene Dreckschabe jetzt zupelzen kann. Und genauso ist es auch. Das Ding ist wesentlich schlechter, sag ich mal, wie unser Taktstock. Okay, es gab jetzt keinen Angriff. Allerdings, hier hinten zieht sich der Dungeon dann auch noch weiter. Oh, Leute, ist das zum Kotzen. Es muss doch mal ein Ende nehmen. Hier muss doch irgendwo der Ausgang sein. Auch hier ist nicht der Ausgang. Hier finden wir auch nur ein dämliches Item. Jetzt haben wir natürlich den Gegenangriff, der, denke ich mal, richtig übel ausgehen wird. Ich muss jetzt erstmal meine Truppe hier zur Verteidigungsstellung bringen. Diesmal steht der Mexokin richtig. Ist nicht aus Versehen von mir angeklickt worden und in die falsche Richtung gezogen. Oh, die Dreckschabe, die kriegt fett aufs Maul. Oh. Ich denke mal, das liegt aber auch in ihrer hässlichen Kackfresse. Ich meine, da würde ich auch ständig reinhauen. So, jetzt haben wir hier unten noch einen Alarm. Da ist wieder so ein hässlicher, fetter mexikanischer Zoom-Ringer. Genau, da ist er. Brüht da wieder gnadenlos auf den Boden ein. Ich weiß bis heute noch nicht, was die ganze Scheiße bringt. Und hier drüben haben wir jetzt auch noch einen. Oh, da sollten wir uns beeilen. Also ich weiß nicht, welche fiese Scheiße da abgeht, wenn die Kunden das beenden können, was sie vorhaben. Das würde mich auch wirklich interessieren. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich da mal gucken kann. Wenn man das hier mal so sieht, ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Hähne verlieren ja auch HP, wenn die im selben Raum stehen, wo der anfängt rumzutrommeln. Und das war jetzt ganz schön erheblich. Wenn man bedenkt, so die Saranumas, die hat 1082 HP. Die hat da eben gerade so rumgestanden. Der hat da ordentlich rumgeprügelt und hat es auch ganz schön verloren, wenn man das mal so beobachtet hat, ne? So, Dreckschabe, du mit hier rüber. Jetzt bin ich doch direkt am Überlegen, vielleicht noch irgendwo ein bisschen zusätzlich Verteidigung mit aufzubauen. Vielleicht hier in dem Raum. Hier hätten wir zwei kleine Module, wo wir was aufsetzen könnten. Stellen wir doch einfach mal... Aber der Raum ist zu klein. Da können die einfach zu schnell durchlaufen. Das lohnt nicht wirklich. Genauso wie hier. Da rennen die mir einfach zu schnell durch. Das bringt nichts. Den Raum hier oben können wir nicht unter Saft setzen. Aber selbst wenn wir es könnten... hier ist noch nicht mal irgendein Modulplatz zum Aufstellen. Meine Fresse, ey. So eine dreckige Scheiße. Ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich die letzte Tür von dem Dungeon ist und dass hier auch der Ausgang ist. Jawohl, wir haben die letzte Tür geöffnet. Und da ist dann auch endlich, Gott sei Dank, der Ausgang. Und zum Glück gibt es keinen zusätzlichen Angriff noch. Wunderbar. Jetzt können wir unser Team sammeln. Alle rein in den Chor. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen nach da. Das bleibt alles unter Saft gesetzt, definitiv. Nehmen wir mal hier noch den Strom weg. Ja, das müsste ja alleine ausgehen, ganz genau. Hier oben brauchen wir keinen Strom. Und ab hier nehmen wir auch den Saft weg. Jetzt haben wir erstmal tonnenweise das über, dass wir jetzt die Räume hier weiterhin unter Strom setzen können. Du. So, und die beiden auch, dass von da erstmal nichts kommt. Okay, es bleibt aber allerdings nicht so viel das über, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann beim Händler nochmal was einkaufen. Außer ich würde natürlich den Scheiß hier ausschalten, aber es bringt ja auch nichts. Also wenn man das jetzt gesehen hat, was die Händler so angeboten haben, das war einfach mal nur für den Arsch. So, Saranumas, du nimmst hier den Chor. Das komplette Team dann ausgewählt. Rüber und ran in den Ausgang. Passieren durfte jetzt überhaupt nichts. Es steht ja alles unter Strom, was unter Strom stehen muss. Aber trotzdem, wenn wir gucken, die blöden Schweine hier, die haben es echt geschafft, mir hinterher zu laufen. Ich lasse mal jetzt so kurz die Leis hier stehen, dass sie ihn verrecken lässt, beziehungsweise den abknacken tut. Dann dackeln wir mal hier rüber. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Ja, die anderen sind zu langsam. Also diese hässlichen, fiesen Schlangen und die Magier, die sind definitiv viel zu langsam. Gut, vier Helden sind da und auf geht's in den Ausgang. Jetzt haben wir eine Errungenschaft frei. Kein Held wird zurückgelassen. Der Das-Sammler und The Good, The Bad and The... Könnte ich jetzt nicht lesen. Errungenschaft freigeschaltet. Grundausbildung, Errungenschaft freigeschaltet. Was steckt hinter jedem Türchen? Aha, alles klar. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt wird uns hier oben als letztes Level der Ausgang eingezeigt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Level ist oder ob das Game jetzt schon zu Ende ist. Wer auch immer dieses Lied summt, Schluss damit oder du stirbst. Geiler Satz, Alter. Dialog fortsetzen, hat keiner was zu sagen und jetzt steht auch da, aussteigen. Also ich denke mal, das Game ist jetzt beendet, ich klicke mal drauf. Jawohl, das scheint es gewesen zu sein. Punktzahl 12.164, Fluchtkapsel zu leicht. Version 1.025. Mhm.
geile Sache. Damit sind wir aus dem Dungeon raus. Wir sehen ja, wie unsere Hähne an der Oberfläche stehen. Da kommen ein paar Kometen angeflogen. Einer von denen wird sie wahrscheinlich demnächst treffen und dann gnadenlos verrecken lassen, sodass die ganze Scheiße umsonst war. Ja, tolles Outro zu dem Game, würde ich mal sagen. Also da hätte ich mir jetzt mal ein bisschen mehr erwartet. Was haben wir hier jetzt noch? Siege sehr einfach, Versuche sehr einfach, Monster getötet, Türen geöffnet, Hähnen angeheuert, Hähnen verloren. Das ist so eine Abschlussstatistik sozusagen noch. Ja, tolle Sache. Fortsetzen geht es nicht mehr. Ja, Freunde, damit hätten wir das Game denn einmal auf zu leicht beendet. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vielleicht nochmal ein neues Spiel mache. Und da versuchen werde... Ach, weg hier den Scheiß... War mit dem Schwierigkeitsgrad leicht dann zu spielen, der damals einfach mal sowas von dermaßen arschschwer war. Also zu leicht haben sie jetzt wirklich leichter gemacht. Das muss man sagen. Also in der Alpha-Version bzw. in der Beta-Version hättet ihr auf zu leicht das Game nicht so einfach beendet, wie ich es jetzt gemacht habe. Da möchte ich doch mal gucken. Eine neue Landekapsel ist jetzt auch freigeschaltet. Die Lanzarett-Kapsel, die Rüstungskammer-Kapsel und die Bohrkapsel. Ist das jetzt wirklich freigeschaltet? Hinweise, haben sie vielleicht keine Module für Nahrung, Industrie und Wissenschaft bei Spielbeginn? Ich finde, die nur spielen kann, gewonnen werden. Ja, das scheint definitiv alles freigeschaltet zu sein. Ich könnte das jetzt auswählen. Ganz genau, hier ist das Sperrensymbol dann. Schwerer Spielmodus, kein Pausieren des Spiels. Stärkere Monster, negative Ereignisse sind häufiger. Ressourcen, Plätze, Module sind weniger häufig. Eine Heldenheilen ist teuer. Naja, schön. Ganz klasse. Okay, also hätten wir damit die ersten drei Landekapseln dann freigeschaltet. Mit der hier, oh, mit der Rüstungskammerkapsel, da könnten wir sogar vier zufällige Helden gleich zum Anfang mitnehmen. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja mal gar nicht so übel. Hinweis, Werbebroschüre, Sie wollen befreien, beschützen, vollstrecken oder einfach nur Spaß haben. Mit der Rüstungskammerkapsel können Sie Ihre eigene Version der Freiheit durchsetzen. Oh, geiles Teil, also aufgrund von der Werbung, da hätte ich mir sofort diese Kapsel gekauft. Vier mächtige Helden beim Spielbeginn, geil. Man fängt auch mit den eigenen Waffen an. Ja, schön. Keine zusätzlichen Helden im Dungeon. Ja, ist ja nicht so schlimm, wenn wir von Anfang an vierer haben, die wir uns aussuchen können, das ist ja tausendmal besser. Dass uns irgendwelche Freaks noch zufällig im Dungeon mitnehmen, die dann auch total kacke sind, also die man gar nicht gebrauchen kann. Das ist eine super Sache. Nur ein Nahrungsmodul bei Spielbeginn. Was? Nur ein Nahrungsmodul bei Spielbeginn? Was soll das denn heißen? Es können keine Angriffe oder Industriemodule erforscht werden. Ach so? Aber das ist ja eine fiese Scheiße. Das ist ja mies. Da muss ich mir also mit dem Scheiß klarkommen, den ich von Anfang an habe, oder was? Das kann ja auch richtig böse und hart enden. Das interessiert mich mal, was machen die ganzen Kapseln jetzt eigentlich unterschiedlich? Die Lanzarett-Kapsel, Hinweis in der Werbebroschüre, speziell für ihre pharmazeutischen Bedürfnisse. Oh ja, schön, pharmazeutische Bedürfnisse. Wenn man das richtig einzusetzen weiß, dann braucht man davon viel. Helden haben deutlich mehr Lebenspunkte. Das ist schon mal schön. Heilkosten sind reduziert, auch nicht schlecht. Keine automatische Heilung am Ende des Zugs. Warum denn keine? Warum fällt die denn weg, wenn ich eine Lanzarett-Kapsel habe? Was ist denn das für ein Scheiß? Die meisten Gegenstände im Spiel werden durch Medikamente ersetzt, die Stärkungseffekte besitzen, mit ein paar Nebenwirkungen. Ja, das muss jetzt auch nicht unbedingt so toll sein, sage ich mal. Da kann man auch richtig in die Scheiße greifen. Was haben wir denn bei der Bohrkapsel? Hinweis in der Werbebroschüre. Sie hatten vorher vielleicht ein Leben, aber jetzt haben sie einen Dungeon. Oh, cool. Ja. Also ein eigener Dungeon, das würde mir ja auch gefallen. So hier ein Schattensleben so unter den Häusern, ne? Wo ich so meine fiese, satanistische Art dann drin ausleben kann. Oh, schön. Keine Module für Nahrung, Industrie oder Wissenschaft bei Spielbeginn. Oho. Infinitenmodus. Spiel kann nicht gewonnen werden. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum kann das Spiel nicht gewonnen werden? Was heißt denn Infiniten? Kenne ich gar nicht. Müsste ich mal googeln, das Wort. Ja, Freunde, na gut. So viel erstmal zu Dungeon of the Endless. Der Daniel fragt gerade, was ich mache. Dem werde ich gleich mal antworten. Ja, Freunde. Und wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das Game denn nochmal starten werde, sag ich mal, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Oder ob ich ein neues Projekt anfange. Ich denke mal, es wird sich eher auf ein neues Projekt auslaufen, da jetzt die Resonanz bei Dungeon of the Endless auch nicht so riesig war. Also ich sag mal so, zwischen 15 und 13 Aufrufe hat sich jede Folge bewegt. Naja, ist ganz okay, ist ganz okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Freunden und bei allen Abonnenten und bei allen Zuschauern, die sich das hier angesehen haben. Wir sehen uns dann wieder in einem nächsten Projekt oder halt im Robocraft, da sowieso, wenn irgendwann mal die Server wieder laufen. Also wir haben es jetzt hier den 27.12. und seit drei Tagen sind die Robocraft-Server sowas von dermaßen down, dass ich es genau geschafft habe, eine Aufnahme zu machen. Mir laufen da auch langsam die Folgen aus, das kotzt mich ein bisschen an. Obwohl ich Urlaub habe, komme ich nicht dazu, was zu machen. Das kann einen einstecken. Aber gut, Freunde, wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!